Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist John, auf der rechten Seite mein Bruder Mason, in der Mitte Megan. Heute reagieren wir auf den neuen Song von Asimemo. Das ist von Asimemo und der Song geht, also gerichtet an die Opfer, die in Hanau ums Leben gekommen sind. Hier an der Stelle noch mein Beileid von uns allen an alle beteiligten Familienmitglieder. Und das ist eine schreckliche Sache, die nicht vergessen werden darf. Und mit dem Song wollen wir das Ganze nochmal präsent machen und liebend gerne will ich das anhören. Auf jeden zur jetzigen Fall. Zeit gut, weil wegen Corona jetzt auch wieder das alles in Vergessenheit ein bisschen geraten. Allgemein wurde. Auch. Wir leben in einer zu krass schnelllebigen Zeit und Welt aktuell. Das gerät alles zu schnell in Vergessenheit. Und ich finde es krass bei den Aslaks, dass die das immer noch präsent halten mit dem Outro, Intro. Sehr schönes Bild auch. Ey, ja, Einigkeit, Recht und Freiheit, alles was wir wollten hier in diesem Land. In Frieden miteinander leben, muss die Hände geben, Blumen anstatt Waffen. Menschen bezahlen mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen. Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus doch immer eine Plage. Wir kommen leicht gedreht. Das war schon ein bisschen. Das ist schon krass. Das war schon rührend an der Stelle. Das war schon richtig gut. Das hat der richtig aus dem Herzen gerippt. Ja. Boah, der endlich echt. Das hat ihn gerade voll getroffen. Ja. Ey, Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle. Dass die AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Kein Platz für Rassismus, ich schalte dagegen, solange ich lebe und atme. Die Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen im Herzen. Viele Grenzen lösen sich auf, verblassen. Wir müssen verstehen. Man merkt einfach, wie viel Emotionen der da reingepackt hat. Solange ich lebe und atme, die Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen im Herzen. Viele Grenzen lösen sich auf, verblassen. Wir müssen Verständigung schaffen statt hassen. Menschen tudeln sich in dem Leid, wollen die anderen verantwortlich machen. Das ist keine Kleinigkeit, immer noch zu viel Fremdenfeindlichkeit in dem Land hier. Wieder Unschuldige, die ihr Leben ließen, sag mir, wie konnte das passieren? Propagandasender auf einer Hassagenda hetzen, das ist nicht nur die AfD. Sie wiederholen es wie ein Mantra, so dass sie die Lüge als Wahrheit sehen. Wir alles. Sind ein Teil von hier, könnt unsere Existenz nicht absprechen. Ist egal, wie sie die Freiheit anketten. Unser Geist bleibt frei wach, lass wetten. Junge Menschen sind. Krass. Was ist auch People Nate? Wir feiern Nate. Ah, Nate ist einfach wie geschaffen für so einen Song, Alter. Tod, nein, sie hatten nicht Glück. Nazis shooten um sich. Ey, ist Hitler zurück. Jedes Wort fällt mir schwer. Mögen sie in Frieden ruhen. Warum hassen sie uns? Wollen nichts für Frieden tun. Bisschen Fernsehen im Licht. Ja, sie lügen geschickt. Fragt ihr euch nicht, wer hat diesen Typen geschickt? Und verschwiegen schamlos. Alles wär harmlos. Das sind die Medien. TV Diablo. So viele Opfer, keiner schafft es mehr, sie aufzuzählen. Ich würde die Kugeln, die sie trafen, so gern auf mich nehmen. Das war eine schöne Line. Sehr schöne Zeile. Ja, sehr schöne Zeile. Das Leben ist ein Glücksspiel, so wie Sizzling hat. Die Medien verlieren kein Wort über Rassistenpack. Ja. Ihr Schicksal wurde besiegelt in der Shisha-Bar. Ja. Denn für Nazis machen Ausländer nur Tijara. Wir haben Angst, dass uns die Kugel auf einer Party trifft. Doch sie trifft uns alle, ob du Schwarzkopf oder Nazi bist. Halt Türk, halt Türk. War ein starker Part von Sinan, wirklich. Der krass. Geht 2 Sekunden zurück. Sinans Part ging richtig unter die Haut. Sie bist. Halb Türk, halb Deutsch, ich war nie dies oder das, verfluche die Grenzen. Jeder, der zulässt, das Faschus zu Wort zu kommen, hat selber Blut an den Händen. Links, denn ich bin für die Menschen. Es ist Verderben und Tod, keine Propaganda oder willige Argumente. Blick nur zurück, denn wir waren schon mal dort. Irgendwann fragen die Enkel, was ist passiert? Wo standest du, als die Nazis marschiert? Wuchsen nur langsam die stark Korrumpierten, die haben nur zugesiegt. Dachten, wir könnten nichts unternehmen. Tolerierten somit ihre Ideologie. Nie wieder Nationalismus und braune Parolen entscheiden. Ich will oder die? Wenn die Fragen meiner Haut. Ach du Scheiße. Ging krass unter die Haut. Ja, ich hab grad so Gänsehaut. Ich auch. So. Weißt du, ihm hat man voll richtig diese Aggressivität, auch halt Wut. Nicht Aggressivität, Wut. Das ist so krass, gehört. Dass man merkt auch, wie teilweise unterschiedlich die damit umgehen, ne? Das ist krass, Mann. Das ist echt krass. Ich fly sowas schon immer. Egal wie lange wir schon hier sind, Digga. Kämpfen wir gegen das Schimpfwort, Nigga. Es gab schon mal eine letzte Warnung. Sie wird ignoriert in den letzten Jahren, du. Sagst, meine Haut hat die falsche Farbe. Warum stört dich meine Haut, die ich trage?
als hätte Gott mich nicht genauso gewollt. Als wäre ich hier nicht genauso willkommen. Scheiße. Als wäre mein Leben nicht genauso viel wert wie dein. Als wäre es so schwer, dieselben Werte zu teilen. Ist es eigentlich einfach? Egal ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich, wann kommen wir in Einklang? Alle Menschen sind gleich, es ist doch längst an der Zeit. Die Grenze liegt nicht. Das war emotional. Das war extrem emotional. Hört mal auf zu heulen, Alter. Weißt okay. du, ihre Stimme? Ich schwitze auch ein bisschen in den Augen, muss ich sagen. Ihre Stimme, die hat was Digga, mega Emotionales. Das war der seit langem krasseste Part, den ich gehört habe. So emotional. Ja. So emotional. Wir wollen weiter reden zu viel. Junge, das war nicht mehr... Boah. Zwischen innen und außen, sondern zwischen unten und oben. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter an Booten. Wettkampf, der bestimmende Faktor in diesem System. Wer nützt, wer wird abgeschoben. Gewinner kann es ohne Verlierer nicht geben. Bedeutet, die Schlacht, die zu schlagen bleibt. Heißt, im Gegensatz zu dem, was Bild, AfD und so Maßen meinen. Nicht schwarz und weiß, sondern arm und reich. Mit Nazis wird nicht diskutiert. Friss oder stirb. Es geht uns alle was an, wenn diese Welt die Besinnung verliert. Diese Welt ist wie ein Foto. Das ist so ein guter Modus, dieser stille Modus. Du, wir sind alle drauf, sehen nur das, was oberflächlich ist und nicht den Hass im Bauch. Wir sind alle nur ein Teil von was Vergänglichem, was Endlichem. Die Welt, in der wir leben, ist von Geld bestimmt. Der Schmerz ist abgrundtief. Wir sterben nicht durch Kugeln, sondern sterben durch den Finger, der den Abzug zieht. Wenn ich etwas ändern könnte, wäre es nicht das Foto, sondern der das Foto macht. Ich warte noch, denn Gott ist so groß. Du magst mich nicht wegen der Farbe meiner Haut, du hast mein Glauben. Ich sehe doch den Hass in deinen Augen, kaum zu glauben. 2020 wieder Nazis auf dem Vormarsch. Im Bundestag sitzt brauner Dreck und hält deinen Vortrag. Brandstifter, Anstifter, ekelhafte Wortwahl. Höcke, Weigel, Gauland, Fuhrmann. Egal ob ihr Feuer legt, wir schicken euch in Ruhestand. Wir sind die Feuerwehr, Schwester, Bruder. Krass. Hannibal hat's auf seinen ganz Arten einfache ganz Worte, aber heftig. Dann einfach noch die Genialität wieder, wow. Hannibal. Ich wow. mag den sehr. Schön, einfach nur wow. Manch Millionen mit Migrationshintergrund. Im Fadenkreuz von NSU 2.0. Parallel dazu wird jeder achte Wähler zum Mörder. Cello 385, deutsches Kulturerbe, wenn ich sterbe. Abdrahim, du musst Acht geben, denn es folgt dein Leben nach dem Ableben. Fakt. Möge Gott eure Seele gnädig sein. Rahmhum, wir sehen uns in der Ewigkeit. Dünya keine Schau. Wir sehen uns in der Ewigkeit. Dünya keine Schafen, Ivana Hoffmann, 4-7, Duisburg, Shake Namerin. In meinem Herzen ist dein Name drin, Wahnsinn. Die meisten denken immer noch, dass wir Sklaven sind. Nigga, ich pack Heat und ich bin ready für den Krieg. Und halt die Mündung Richtung dieser Schweine, die es verdient. Digga, geht's ums Fighten, Mois, wir haben nie enttäuscht. Fiddle, Digga, M. Bloody City ist mit euch, Digga, Hanau. 19. Februar. Boah, Junge, Manuelsen ging krass unter die Haut. Ich immer wieder überzeugte mich. Ey, krass einfach nur. 2020, ich zünd deine Kerze an. Für alle, die durch rechten Terror starben und die es mitbekam aus erster Hand. Wer ist schuld an diesem Fehlverhalten? Ich werde es nie begreifen. Warum Medien spalten? Schau auf die Titelseiten. Keiner will, dass die Geschichte sich wiederholt. Doch das Risiko war noch nie so hoch, es ist riesengroß. Denn jeder Rassist ist ein Misanthrop. Uns trennt keine Religion, uns trennt keine Hautfarbe. Mensch ist Mensch, um das zu zeigen, Tag für Tag ist deine Aufgabe. Kein Mitleid, von das sie leiden. Ganz stark. Ganz stark, der, ich, wer war das? Weiß gerade nicht, keine Ahnung. Komm, bring es aber nicht. Oh, krass, der war ganz stark. Ich fand den seine Aussage echt, echt krass. Das ist unsere Aufgabe, das zu zeigen. Zuletzt lacht nicht am besten nur alleine. Alles bleibt beim Alten. Nerven am Kochen, seit Tobias Ratien. Sind Herzen verschlossen wie NSU-Akten. Sie wollen die Hoffnung, wir wollen die Fakten. Waffen im Anschlag, bleiben wachsam ohne Schlaf. Bis Augen brennen wie CDs, Albträume werden wahr. Der ganze Randbezirk will AMGs. Sie sollen hören, wenn sie uns nicht sehen. Hanau ist der Standort, 10 Brüder am Tatort. Darauf fehlt mir die Antwort. Von den Bildern krieg ich Atemnot. Wir sind Mensch auf dem Passport, denn Tränen sind farbenlos.
Hanna 1471. Und sie schießen Blei, uns kann keiner wegen, weil wir sind kein Explo, du weißt. Du haja, du churumna. Hepimiz bir olduk, Hanna o için burada. Unutma, unutturma. Dachte, meine Söhne werden sicher hier. 33 Jahre in diesem Land, was ist passiert? Kalte Luft verursacht kalte Menschen. In meinem Zimmer hängt ein Poster von Balotelli. Für mich ganz normal, zum Klavierspielen gehören beide Tasten. Doch ihr nimmt das als Sinnbild für getrennte Rassen. Versteh ich nicht. Nee, wow. Ich bin farbenblind. Oh. Ja, keiner kennt die Hintergrund. Krass. War das gerade nochmal? Nee, ich find's krass, dass er nochmal farbenblind am, ja, am Schluss dieser Zeile gepackt hat. Erst hat er es selbst relativiert mit dem, dass es gehören beide Dinger. Ja. Ach, aber dann hat er es nochmal ins Lächerliche gezogen. So, ich bin farbenblind, ja, so. Weißt du, was ich mein? Gründe, yeah. Und weiß, weshalb wir flüchten. Neustart in ein fremden Land, wo wir schon kaum etwas besitzen. Trauriges Szenario, obwohl es nicht schon schwer genug ist. Wird man mit Dingen konfrontiert, wo wieder das Herz blutet. Überall Missgunst, Ausgrenzung und Rassismus. Der Struggle endet niemals, es geht in die falsche Richtung. Jeden Tag wird schlimmer, unsere Welt zerbricht in Trümmern. Werden ohne Grund gehasst, sag, was erzähl ich meinen Kindern? Sie wollen uns spalten, AfD erzählt uns, Mohammed sei Feind. Feind. Muslime, die ich traf, haben mir Brot mit mir geteilt. Das ist auch Kess, gell? Oder? Hm? Das ist Kess, gell? Wird man mit Dingen konfrontiert, wo wieder das Herz blutet. Überall Missgunst, Ausgrenzung und Rassismus. Der Struggle endet niemals, es geht in die falsche Richtung. Jeden Tag wird schlimmer, unsere Welt zerbricht in Trümmern. Werden ohne Grund gehasst, sag, was erzähl ich meinen Sie Kindern? Sie wollen uns spalten, AfD erzählt uns, Mohammed sei Feind. Feind. Muslime, die ich traf, haben mir Brot mit mir geteilt. Meine Frau aus Mosambik heißt mein Sohn, er wird nicht weiß. Also sag mir, was ist besser als ein toter Nazi 2? Diese Scheiße läuft seit 100 Jahren, Afrika und Kurdistan. Sag das diesen Hunden da, tatenlos im Bundestag. Sie fragen, ob ich noch an Wunder glaub. Mach aus dem Weißen Haus ein buntes Haus. Freiheit, 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 Freiheit. Boah. Okay, krass. Krass, das war krass einfach. Das war wow. Krass. Junge. Wow. Oh. Das war eine sehr starke Endline. Ich weiß nicht genau, wer das war, der hat gesagt, wir wissen nicht, bei wem der Fehler liegt, aber wissen auch nicht, warum, oder warum spalten die Medien, ne? Und das ist es, das ist der Fehler von uns allen, meiner Meinung nach, von allen, weil einfach nichts dagegen gesagt wird. Das, was die jetzt hier gemacht haben, war genau das Richtige. Einfach darüber zu sprechen und als eine Einheit für Vielfältigkeit, für Gemeinsamkeiten einzustehen und gegen Rassismus. Nicht gegen Menschen, die irgendetwas haben, sondern gegen Rassismus. Gegen eine Eigenschaft, die böswillig ist, die vernichterisch ist, oder was ist das für ein Wort? Die einfach negativ ist. Ganz stark. Ganz, ganz, ganz stark. Also mein vollen Respekt und an der Stelle, man spürt den ganzen Schmerz nochmal auf eine andere Art und Weise. Sehr toll gemacht. Wirklich sehr stark. Weißt du, ich bin immer voll entsetzt, warum Menschen so denken können, weil für mich ist es immer so eine Selbstverständlichkeit. Wir sind alle Menschen, das weiß doch jeder. Aber anscheinend ja nicht. Und wenn ich mir so überlege, warum das sein kann. So Menschen, die sich ja speziell in die Richtung bewegen, informieren sich ja auch nur in die Richtung und bekommen auch nur von dieser Richtung Medien mit. Die beziehen sich immer nur auf eigene Quelle von... sind immer nur unter diesen bestimmten Leuten, dann bekommen die ja... In ihrer Blase. In ihrer Blase, dann bekommen sie... Dann werden die auch nicht aber anders. Darf ich gerade noch... Das ist vollkommen richtig. Und an die ganzen Kanaken, die meinen, es sind nur die Deutschen, es sind nur hier... Ganz ehrlich, fasst euch mal selber an der eigenen Nase. Als diese ganze... Ich meine, das beste Beispiel. Als diese ganze Corona-Scheiße losging, ne? Wie die Leute, die Asiaten verteufelt haben, Leute. Komplett Deutschland. Nicht die Deutschen, nicht die. Alle in Deutschland. Die Leute draußen, die halten Abstand zu denen. Ich habe teilweise Videos gesehen, wie die diskriminiert irgendwie komplett zur Seite geschoben wurden. Ein Mädchen hat geheult, eine Asiatin. Wer sagt, dass die Corona hat? Digga, wir sind alle gleich. Alle. Ja.
Egal, nicht die Deutschen. Alle, wir sind alle gleich. Außerdem so rein, es hat ja damals nur die Chinesen betroffen. Und es ist so schon schlimm, dass die Chinesen fertig machen in Deutschland, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Aber die haben gefühlt alle Asiaten damit fertig gemacht, ja. Obwohl das nicht mal teilweise Chinesen waren. Ja. Wie gesagt, das ist ja trotzdem nicht gerechtfertigt, aber... Also so, das Problem an der ganzen Sache ist, nicht nur, es ist natürlich, Rassismus ist das Thema Nummer eins. Aber Rassismus ist hier zum Überschwappen gekommen, in dem Punkt, wo die Leute umgebracht haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Würde das nur eine Meinung sein, könnte man, muss man mit leben. Es ist Deutschland Meinungsfreiheit. Aber hier wurde Gewalt eingesetzt und Menschen wurden wirklich ermordet. Wirklich, wegen einem Thema, was du gesagt hast, was komplett irrational ist, was gar keinen Sinn macht, ja? Und da muss man einfach was dagegen sagen, gegen Gewalt, weil dieses Gewaltthema erzeugt wieder eine Spirale. Hm. Und das Thema muss man an dem Punkt, wo dieser Song eigentlich kommt, unterbrechen, diese Kette. Einfach diese Gewalt. Und da finde ich diese weißen Tauben auch sehr schön gewählt. Hm. So ein Symbol für dieses Friedending. Einfach keine Gewalt. Punkt. Hast du schön gesagt, das ist auch von deinem Post dazu, hast du das erwähnt gehabt. Dieses Gewaltthema ist einfach vollkommen fehl am Platz. Diskutieren, reden. Weil letztendlich wird es verschiedene Meinungen geben. Ja, und zulassen, dass Leute reden. Keine Meinung unterdrücken. Weil in dem Moment, wo du lässt, dass eine Meinung unterdrückt wird, wird sie gewalttätig, wird sie radikal. Alle man Leute reden lassen. Man muss drüber reden. Man muss drüber reden. Natürlich nicht, um die Menschen hier irgendwie nah, also ohne die nahe zu kommen, kommen zu wollen, was jetzt AfD und sowas angeht. Ich fand auch an manchen Stellen teilweise die Kritik an die AfD verkehrt. Jetzt nicht falsch verstehen, sondern warum sind sie da, wo sie sind? Weil einfach gewisse Dinge gemacht worden sind, ohne Menschen mitwirken zu lassen, beziehungsweise die Entscheidungsmacht genommen zu haben. Weil wir haben quasi mit dieser ganzen Flüchtlingsthematik, ich will jetzt ganz kurz fassen, ganz kurz. Wir haben in dieser ganzen Flüchtlingsthematik, gab es eine Bewegung, und die andere Partei, die eigentlich anderer Meinung war, die wurde irgendwie gar nicht zu Wort kommen lassen. Die wurden abgestempelt als Abschaum. Aber dabei hatten die Berechtigte, zumindest für sie wahrgenommen, berechtigte Themen, die auch angesprochen werden müssten. Wurde es nicht. Es wurde komplett ignoriert. Deswegen wurde eine Agenda durchgesetzt. Wir schaffen das. Und was ist mit denen? Es ist rein vom Ding her, okay, wir schaffen das. Ja. Aber warum? Also weißt du, was ich meine? Dass überhaupt, okay, ganz, ganz viele Leute kommen ins Land. Erstmal, warum kommen die ins Land? Da stellen sich diese ganzen Fragen schon wieder. Ganz ehrlich, wir sind selbst Flüchtlinge gewesen, ja? Wir wissen, jetzt mal so trocken gesagt, wir wissen ja, was das für Gefühl ist irgendwo, ja? Aber wenn du das so nüchtern betrachtest, das Ganze, natürlich fucken sich Leute ab. Du hast ein Recht, du hast ein System, aber wenn dieses System irgendwie aufgehoben wird oder aufgehebelt wird, indem du sagst, wir schaffen das und das wird so eine neue Linie, okay, eine Bewegung, eine Meinung und die andere Meinung, die da noch nebendran existiert, die meint, hey, wir haben noch ein System irgendwie, da müssen Kontrollen herrschen, da müssen dies, da müssen das oder irgendwelche Bedenken, nichts wird angesprochen. Diese Bedenken wurden einfach, bumm, Nazis. Ja, überrollt, Digga, das sind alles Nazis. Ein Achtel, wie Chelo gesagt hat, jeder Achtel, das finde ich verkehrt. Nicht jeder Achtel ist schuld daran. Ja. Digga, komplett Deutschen. Alle sind schuld. Alle sind schuld. Alle, die gechillt haben. Alle, die gechillt haben, sind schuld. Wurde ja auch gesagt, das ist jedermanns Aufgabe, da irgendwas zu machen. Ja, das war schön. Das war schön. Ja. In dem Sinne, Leute, ich würde sagen, hier mit Band in Direction. Wir haben noch 1% Akku. Ich mein Handy. Nochmal unser Beileid an alle Hinterbliebenen. Mhm. Und wir sind die Ravennas. Macht's gut.